meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal für diejenigen, die hier neu sind oder neu gelandet sind. Ich bin ein Riesenfan von DoNails. Ich habe DoNails schon ganz lange und habe ihn auch als Kooperationspartner, worüber ich mich riesig freue. Deswegen kann ich euch nämlich immer 15% auf das gesamte Sortiment anbieten. Selbst auf die reduzierten Sachen könnt ihr mit Katrin und so 15, nämlich nochmal 15% sparen. Und ich bin halt, wie gesagt, auch selbst ein kleiner Fan. Es war Black Friday und ich bin hier schon fleißig. Ich habe euch auch mitgenommen im Tester-Modus, denn ich kann endlich wieder meine Fingernägelchen machen und habe euch da auch mitgenommen bei diesen wunderschönen Nägeln. Ich wollte euch aber auch zeigen, was so bei mir eingezogen ist, was ich mir geschnappt habe. Es gab ja auch zur Singles Week eine Aktion, da musste ich natürlich auch zuschlagen. Denn nur weil ich meine Nägelchen mal eine Zeit lang nicht machen kann, heißt das noch lange nicht, dass ich abstinent bin und mir nicht die wunderschönen Farben kaufe, die es bei DoNails nun mal eben gibt. Ich liebe sie alle. Habt ihr das auch? Seid ihr auch schon DoNails-Fans? Und müsst dann immer diese kleinen wundervollen Farben, wenn ihr die seht, einfach haben. Also mir geht es auf jeden Fall so. Deswegen habe ich auch trotz nicht gemachter Nägel da immer fleißig zugeschlagen. Und ich habe natürlich auch fleißig zugeschlagen, als dann Black Friday war. Und habe mir unter anderem diese wundervollen Press-Ons gekauft. Die gab es als richtig cooles Set. Ich habe gesehen, im Moment sind die leider schon viele ausverkauft. Aber die kommen bestimmt auch wieder rein. Und ich habe da echt ein bisschen zugeschlagen, muss man echt sagen. Ich konnte mich so schwer entscheiden. Die hatten so tolle verschiedene Designs, andere Farben, ne? Und dann auch die Formen verschieden. Und dann ist immer so ein bisschen, ach, mein Herz. Ich war froh, dass es dieses Set gab, denn da konnte ich mir 4 Stück auswählen. Einmal diese, die sich bereits auf meinen Fingern befinden. Die sind jetzt schon ein bisschen zerrupft, wie gesagt, weil ich euch da mitgenommen habe. Aber dann seht ihr vielleicht auch gleich, wie das Ganze aussieht. Und Leute, ich muss euch echt sagen, ich bin im Moment so positiv überrascht. Wie gesagt, ich liebe auch absolut dieses Dipping-System. Das hat für mich so viel verändert, weil ich immer Probleme mit meinen hässlichen, in Anführungsstrichen, Nägeln habe. Ich mag die einfach nicht und habe da echt einen Weg gefunden, der bei mir so grandios funktioniert. Und ich glaube, ich habe mit diesen neuen Press-Ons, die es dort gibt, auch einen Weg gefunden, um dann auch mal schnell meine Nägelchen ein bisschen schicker zu haben. Wie gesagt, einmal die sind mitgekommen. Dann, ihr wisst das, ich liebe Rottöne. Ich liebe das einfach und ich fand die auch so schön, ne? Wirklich, es geht so schnell. Ich weiß nicht, welches Video zuerst kommt. Wahrscheinlich das, wo ich euch hier mitnehme, damit ihr auch wisst, auf was ihr euch einlässt, wenn ihr das seht. Ich habe hier überall Hundehaare. Es ist so lustig, weil der Karton hier gestanden hat von meiner kleinen Fellnase. Aber einmal die habe ich mir noch mitgenommen. Die sind auch mit so einem Perlmuttglanz. Oh mein Gott, ich liebe das. Und das gibt es halt leider auch nicht als Dipping Powder bei DoNails. Da hoffe ich ja auch immer noch drauf, dass wir sowas kriegen. Und einmal hier so, das seht ihr auch eine andere Form zum Beispiel, ne? Ich mag auch dieses mandelförmige, nennt sich das, glaube ich, hier sehr gerne. Und hier sind so abgeschrägte, ne, kürzere Nägel. Ich muss mich gerade hier noch so ein bisschen dran gewöhnen, dass ich auf einmal wieder so lange Krallen habe. Aber es ist so angenehm. Auch die halten so richtig schön fest. Man kann eigentlich alles damit machen. Ich habe damit in der Zwischenzeit, bis ich euch das filme, auch schon ein bisschen rum experimentiert und ich bin so begeistert, auch wie fest das Ganze hält. Dann habe ich mir natürlich mitgenommen, denn das Ganze muss ja auch immer wieder runter, auch diese Dipping-Nägel, da gibt es von mir auch Videos, da könnt ihr reinschauen, wie das Ganze mit der Entfernung funktioniert und so, ne? Aber ich liebe diesen Nail Remover, ne? Also dieses Aceton mit Mandelöl ist das Eimer. Und da habe ich mir gleich wieder eine große Bottle-Eimer mitgenommen, weil ich den echt gerne mag. Ich finde den pflegend gleichzeitig. 500 Milliliter sind da drin. Der ist tatsächlich auch häufiger ausverkauft. Deswegen, ne, einmal der musste als Nachschub her. Denn so schön das Ganze ist, irgendwann muss es halt wieder runter. Und damit funktioniert das bei mir persönlich sehr gut.
Und dann geht es weiter mit Sachen, die ich euch unbedingt noch zeigen wollte. Und zwar hat Do Nails mir auch was zugeschickt. Das muss ich noch einmal mit euch gemeinsam erobern und entdecken. Wie gesagt, ich habe mir jetzt hier erstmal meine Press-Ons gemacht. Ich bin gespannt. Ich habe sie mit dem Nagelkleber gemacht, wo auch immer ich ihn gerade habe. Der ist einmal hier, denn auch der war natürlich mit dabei. Und ihr könnt das ja auch mit diesen Klebefolien machen. Ich wollte, dass meine Nägel ein bisschen länger halten. Und Do Nails sagt, okay, mit dem Kleber habt ihr so ungefähr 2 Wochen Halt. Wenn ihr diese Folien benutzt, die mit natürlich in diesen Sets dabei sind, dann habt ihr tatsächlich nur so 5 bis 7 Tage. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich werde euch da natürlich wie gewohnt auch immer noch mal ein Update zu geben, wie zufrieden ich letztendlich damit war. Das hier ist ja dann im Moment erstmal so eine First Impression. Und was auch in dem Set mit drin war, was ich bestellt habe und was ich super gerne mag, ist diese Glasnagelfeile. Denn Do Nails hat ja auch diese Glas-Tools, ne? Einmal hier und da bin ich am Überlegen, ob ich mir nicht alle nochmal bestelle, weil ich da echt von der Qualität auch sehr beeindruckt bin. Die sind richtig, richtig gut. Ne? Ihr könnt übrigens hier auch eure Press-Ons einfach feilen, wie ihr das möchtet. Wenn die euch zu lang sind, könntet ihr auch ein Stück abfeilen und alles. Aber das funktioniert richtig gut. Natürlich Glasfeilen auch immer sehr hygienisch und leicht zu säubern. Dann war noch zusätzlich in dem Set und das liebe ich. Ich liebe dieses Nagelöl. Schreibt mir mal gerne, wem es noch so gibt. Da gibt es ja auch manchmal so Limited Editions und andere Duftsorten und sowas. Dieses Nagelöl von Do Nails ist so hervorragend. Man kann es gar nicht anders sagen. Ich habe eine Arbeitskollegin zum Beispiel, der habe ich auch eins mitbestellt, die tatsächlich zwar kein Do Nails Fan ist, ne? Bei der funktioniert das nicht so gut, aber sie liebt auch dieses Nagelöl. Deswegen kann ich euch echt empfehlen, wenn ihr ein gutes Nagelöl sucht und vielleicht trotzdem keine, ne? Vielleicht möchtet ihr keine Press-Ons oder Dipping-Geschichten. Guckt nach dem Nagelöl, guckt nach den Tools, die sind auch richtig, richtig gut. Auch diese normalen, diese Bufferfeilen und so von Do Nails sind richtig, richtig gut, Leute. Und hier, wie gesagt, einmal ein bisschen Nachschub, was ich mega gerne leiden mag. Jetzt wollte ich euch aber doch zeigen. Mein Gott, ich kleine Labertante, ich wollte gar nicht so ein langes Video machen, aber ich dachte, ich habe so schön meine Nägel gemacht und dachte, okay, ich habe euch noch nicht mal gezeigt, was bei mir mitkam. Deswegen dachte ich, komm, ich mache euch hier noch ein Video dazu. Do Nails hat neue Nail-Tools rausgebracht, auch hier einmal. Und die sind so schön, Leute. Also da muss man echt sagen, die sind nicht nur praktisch, sondern die sind auch noch schön dabei. Und ich hole euch die einmal raus. Die kommen so daher, ne? So 2 Stifte, um natürlich Nail-Art zu machen mit euren Dipping-Powdern. Wunderschön vom Design her, ne? Hier unten in diesem durchsichtigen habt ihr so kleine schwarze Steinchen drin, richtig hübsch gemacht und ein Deckelchen. Wir haben einmal solch ein Tool, mit dem man sich dann kleine Muster und sowas reinmalen kann und auch einmal, und das finde ich auch sehr, sehr spannend, ich glaube, das wird richtig gut funktionieren, dieses Tool hier, was so eine Spitze hat, die wie Gummi ist, ne? Damit könnt ihr euch natürlich wunderbar mit eurem Basecoat Muster reinmalen und dann einmal reindippen. Also ich glaube, das hier wird auch richtig gut funktionieren. Wie gesagt, so eine Silikonspitze, die richtig toll flexibel ist. Und man merkt das, wenn ich jetzt zum Beispiel über meinen Handrücken damit gehe, dass das schon richtig fein malt von der Spitze her. Ich bin auch da, ne? Ich würde am liebsten schon wieder, jetzt kann ich endlich, ich würde am liebsten alles auf einmal machen. Aber die werde ich bestimmt auch noch einmal mit euch austesten, euch dann mitnehmen, wenn ihr das gerne möchtet. Ich finde solche Videos auch immer sehr hilfreich, gerade wenn man auch am Überlegen ist, ob man das Ganze machen soll. Ich sage immer, wie gesagt, ich bin ein Riesenfan davon, weil es bei mir halt super, super funktioniert und das nicht erst seit gestern, sondern ich bin jetzt schon, ich glaube, 2 oder fast 3 Jahre ein Riesenfan davon. Dann, und da sind wir bei den Farben, und da war ich sehr, sehr dankbar und da auch vielen Dank an Do Nails, dass ich die zugeschickt bekommen habe.
denn die hätte ich mir auf jeden Fall auch geschnappt. Ich sag's euch so, wie es ist. Die kommen übrigens immer, diese Dipping Powder und die ganzen Sachen, in diesen wunderschönen kleinen Täschlein daher, die ich auch mega finde, um seine Sachen immer so ein bisschen ordentlicher zu halten, sagte sie und schaute hier in ihre kleine Krabbelkiste. Ich zeige euch hier einmal die Farben, die neu rausgekommen sind. Und ihr wisst sofort, also jeder, der mich schon länger schaut, weiß, I love Glitzer. Und Dunails hat hier wieder Glitzerfarben rausgebracht. Leute, schaut euch die mal an. Ne? Also die sind doch strahlend schön. Und Leute, ich sage euch eins, wenn da das Licht drauf fällt, und ich weiß gerade nicht, ne, wenn ich euch das so in die Kamera halte, selbst wenn ich so ein bisschen schwenke, ob das so richtig rüberkommt, wie toll die sind, wenn da das Licht drauf fällt. Wir haben hier drei Tönchen. Einmal so ein rotes, das heißt Candy Cane. Und da sind so richtig schimmernde Silberpartikelchen mit drin. Oh mein Gott, ich bin verliebt. Ich liebe sowieso Farben. Und wenn das Ganze dann noch am Glitzern ist, umso besser. Ich öffne hier mal vorsichtig und wir haben die immer mit so einer extra Abdeckung hier oben drauf. Oh mein Gott, Leute, es schimmert innen drin noch viel, viel mehr. Ich muss vorsichtig sein, das sieht aus wie so ein Duochrom. Ich hoffe, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht alles verschütte. Und ich hoffe, die Kamera stellt gerade scharf. Schaut euch das mal an. Ne? Also es schimmert, es glitzert im Deckelchen hier zum Beispiel. Sieht man das auch so ein bisschen? Ich kann mir vorstellen, dass es einfach nur traumhaft schön auf den Nägeln aussieht. Egal, ob ihr damit so ein bisschen Nail Art mit reinmacht und ein bisschen eine neutralere Farbe zum Beispiel drunter packt und dann nur damit was macht oder das auf dem gesamten Nagel aufgibt. Das nächste Teilchen hier ist ein kleines Supermodel. Und Leute, die Farbe ist auch, oh mein Gott, schaut euch das an. Die Farbe ist so traumhaft schön. Ich liebe sowieso so ein bisschen knalligere Farben und alles. Ich kann es leider nicht so richtig kippen. Ich zeige euch aber hier mal auch das Döschen, ne? Und versuche das ein bisschen zu bewegen und das alles runterfröselt. Eine wunderschöne Farbe. Ich glaube, das sieht man auch schon, wie toll das aussieht. Würde jetzt auch mit meinen Nägelchen, ne, wunderbar aussehen, wenn ich so ein French Dip oder sowas mache. Da gibt es ja auch dieses tolle Dipping Tool für French Nägel zu machen. Kann ich euch auch ans Herz legen, hatte ich euch aber auch schon mal in einem anderen Video gezeigt, wenn ihr da Interesse dran habt, wie das funktioniert. Und hier kommt so ein kleiner, der wäre auch toll jetzt für Silvester, Black Diamond. Und Leute, ein Schwarz mit diesem Silberglitzer, auch so Duochrom-mäßig, auch richtig toll von der Farbe her. Irgendwie so leicht grünlich, noch so einen ganz leichten Tick, ne? Ich sag ja, das erinnert mich so ein bisschen an so Duochrom-Lidschatten. Auch einfach ein kleiner Traum. Und ich kann mir echt gut vorstellen, die miteinander zu kombinieren. Ihr merkt's, ich gerate hier richtig in Schwärmen. Allein wenn ich meine kleinen Dipping Powder hier einmal in Händen halte. Und mir macht das auch eine riesen Freude immer. Also sag ich euch auch so, wie es ist. Ich liebe es auch, mir die Nägel zu machen. Das ist so ein kleiner Moment, Me-Time, kreativ zu sein und trotzdem so schöne Nägel zu haben, einfach gemütlich zu Hause gemacht. Hier diese Press-Ons, wie gesagt, eine kleine, schnellere, oh, da fallen sie schon weg, eine kleine, schnellere Alternative, die wirklich sehr, sehr schnell gemacht ist und rucki-zucki schön aussieht. Und das war eigentlich schon mein kleiner Haul, den ich so bei Dunails dann nochmal getätigt habe. Wie gesagt, ich habe ja bei der Singles Week auch ein bisschen zugeschlagen. Ich hoffe, ihr hattet Freude an dem kleinen Dunails Mini Haul. Vielleicht seid ihr auch so verrückt nach diesen Dipping Powdern und nach den Farben und nach diesem System. Ich auf jeden Fall. Und teile das immer mit euch und mit Freude. Bin immer froh, wenn ihr auch zufrieden seid damit. Und wie gesagt, denkt dran, wenn ihr euch was schnappen möchtet, dann, wie gesagt, immer mit den 15% noch ein bisschen extra abgrasen. Ist ja auch eine tolle Geschichte, wenn man dann noch ein paar Prozentchen extra drauf gibt. Und dass das natürlich auch immer auf die bereits reduzierten Sets funktioniert.
Und ihr Lieben, ich, kleine Labertante, habe mich eigentlich schon verabschiedet und quatsch dann doch wieder mit euch. Deswegen, ihr kennt das Spielchen, ich mache den Schweigefuchs, damit ich auch wirklich die Schnappel halte und wünsche euch jetzt von ganzem Herzen einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag und freue mich drauf, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, ihr Süßen, macht's gut. Tschüssi!